Servus Leute, willkommen zurück zu Planescape Torment. Es ist ewig her, ich habe mir extra jetzt mal die Daten aufgeschrieben. Ich habe dieses Projekt am 20. November 2016 begonnen. Die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, war am 13. Februar 2018. Und heute haben wir den 22. September 2018. Also ja, 2017 gab es dieses Spiel überhaupt nicht und es ist ewig her, ich weiß nichts mehr. Doch eins weiß ich, glaube ich, nämlich mit der Leertaste kann man das Spiel pausieren. Ich glaube, es war die Leertaste. Wir haben jetzt 1.53 Uhr morgens. Oh, die Musik. Ich glaube, da oben sind wir stehen geblieben. Oh, wie sehr ich dieses Spiel vermisst habe. Ich habe, warum es so lange nichts gab, ich habe es absichtlich nicht gespielt. Ich wollte mich anderen Projekten widmen, habe ich auch getan, ich habe vieles beendet seitdem. Und ja, auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter und ich muss es öfter jetzt aufnehmen, weil es ist so geil. Die Bar besteht aus einem grünen Stein, der jede Flüssigkeit zu verdampfen scheint, die ihn berührt. Moment. So, da bin ich wieder. Das Schöne ist, ich kann hier so leicht auf nicht auf Escape, auf Windows gehen und nachschauen, wie lange ich aufnehme. Ja, ist zwar Vollbild, aber hey. Staubmensch, Staubmensch, Mensch, Zombiearbeiter, Staubmensch. Schon gut. Schon gut. Ich weiß nichts mehr. Gibt es nicht irgendwo ein Nachrichtenlogbuch? Ich erinnere mich, dass es sowas gab. Charakter statt. Da, Journal. Bisschen. Anna. Die habe ich nicht. Dacon. Ignus. Mord. Namenloser. Dame der Schmerzen. Gott, da gibt es so viel. App knack nie. Oh, da App. Aufgaben, genau, was muss ich machen? Finde Fahrrad, verlorenes Journal. Der verrottete William will, dass ich Kristall töte. Lass Thors Gabel finden. Verhilf Seftai zu ihrer Rache. Kümmere dich um die Angelegenheit mit dem verwandelten Toten des Mausoleums. Breche über den Fluch des Gestanks. Geh zu der Kathedrale im Zentrum des Stocks. Suche einen Zauberrubin für Jarim. Du sollst für Rauk drei Ringe aus seinem Zelt holen, für den Mann am Lumpensammlerplatz rausfinden, wo Farods Leiche herkommen. Ganz schön viel. Schon gut. Schon gut. Aha. Ich bin weg. Ich bin weg. Adlat Emorik. Reden wir gleich mal. Oh, die Stimme. Ich muss mich jetzt wieder reinfinden. Adlat Emorik. Du siehst einen kräftig gebauten Mann mit dunkler Haut und Steingesichtszügen. Er trägt eine Staubmenschenrobe und schaut dich mit steinernem Blick an. Sei gegrüßt. Ich weiß die Stimme gar nicht mehr. Die Stimme ist mal. Moment. Das ist das Aussehen von einem der Verlorenen. Die Stimme des Mannes hört sich wie ein sich senkender Stein an. Wie ein sich senkender Stein? Boah, ich spiele das Spiel gerade mal ein paar Minuten und das lädt schon wieder richtig krass los. Ja, dieses, falls man es hört, das ist mein Telefon, weil das hat so eine Schutzfolie, so eine Schutz, ihr wisst schon, so ein Schutz drüber und den kann ich auf und zuklappen. Und da gucke ich immer aufs Handy, wie spät es ist. Wie ein sich senkender Stein, wie klingt ein sich senkender Stein? Ich habe keine Ahnung. Du hast das Aussehen von einem, der verloren ist. Die Stimme des Mannes hört sich wie ein sich sinkender Stein an. Hat der Wind dich gesandt oder bist du mit einem Ziel hier? Wer bist du? Ich bin Emorik, Faktotum und Eingeweihter des vierten Kreises. Ist das deine Bar? Oh, fängt jetzt schon an, die anstrengenden Stimmen, aber ich liebe es. Wenn du Besitztum in Kupfer misst, ist dies nicht mein Etablissement. Wenn du Besitztum in Geist misst, gehört es mir. Er hält inne, als ob er versucht, seine Worte zu betonen.
Die Staubmenschen hier sind meine Schüler. Sie stehen unter meinem Schutz. Kann ich dich mal was fragen? Emorik wartet. Ist das deine? Nee, das hatten wir schon. Kannst du mir etwas über den Bund der Staubmenschen erzählen? Staubmenschen suchen den wahren Tod. Manche nennen ihn Vergessenheit, aber das ist nicht richtig. Für Staubmenschen ist der wahre Tod die Freiheit von den Ketten dieses falschen Lebens. Falsches Leben. Dieses Leben, an das sich so viele mit ihren Gefühlen klammern, ist eine falsche Existenz. Solange man sich daran klammert, wird man immer wieder in es hineingeboren. Man muss sich von Gefühlen lossagen, um diesem Zyklus zu entkommen. Aha, kannst du mir erklären, wie euer Bund organisiert ist? Oh, seine Stimme ist echt anstrengend von Adlat. Aber ich liebe es. Staubmenschen sind in fünf Kreisen organisiert. Der fünfte Kreis bildet sich aus den niedrigsten Rängen der Staubmenschen, den Neulingen. Der erste Kreis besteht aus den höchsten Rängen der Staubmenschen, den führenden Organ unseres Bundes. Ich hätte da ein paar Fragen. Ja, mal gewartet. Ich würde gerne den Mut der Staubmenschen anschließen. Lieber nicht. Oder noch nicht. Kannst du mir etwas über die Todesverträge erzählen? Möchtest du einen Vertrag unterzeichnen? Will ich das? Was genau ist das? Ich weiß ja, was es ist, aber ich frage trotzdem. Für 50 einfache Kupfermünzen überträgt dir der Todesvertrag dem Bund der Staubmenschen die Rechte an deiner Leiche nach deinem Tod. Möchtest du den Todesvertrag unterzeichnen? Nein, ich hatte ein paar Fragen. Ich habe gewartet. Ich bin auf der Suche nach einem Journal. Diese Augen haben kein Journal gesehen. Vielleicht wird deine Suche dich anderswo hinbringen. Ich noch ein paar Fragen. Ich suche einen Mann namens Farod. Hast du ihn gesehen? Ich möchte wissen, was du mit dem Sammler Farod suchst. Warum du den Sammler Farod suchst? Er hat mir etwas gestohlen. Ich möchte mit ihm sprechen. Warum? Stimmt das nicht? Ich frage mal, ob was nicht stimmt. Der Sammler Farod hat mir in letzter Zeit viele Leichen zur Leichenhalle gebracht. Man muss fragen, woher diese Leichen kommen. Dazu, was immer sich zwischen euch abspielt, hat nichts mit mir zu tun. Ich will nur wissen, wo er ist. Klingt eigentlich gut, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu negativ. Erzähl mir mehr über die Leichen. Vielleicht könnte ich rauskriegen, wo diese Leichen herkommen. Erstmal mehr über die Leichen. Manche sind erst kürzlich verstorben. Sie haben ihre letzten Momente noch in ihren Augen. Viel mehr Leichen sind schon seit Jahrhunderten tot. Der Staub der Jahre liegt auf ihren Knochen. Man muss fragen, woher diese Leichen kommen. Vielleicht könnte ich rauskriegen, wo diese Leichen herkommen. Wie willst du so etwas anstellen? Ich könnte Fahrrad suchen und ihn fragen. Wenn du mit dem Sammler Farod sprechen und mit seinen Antworten zurückkehren würdest, wirst du den Staubmenschen einen großen Dienst erwiesen haben. Finde heraus, woher die Toten kommen, die er uns bringt, und du wirst belohnt werden. Na gut, ich werde Farod suchen und mit ihm sprechen und herauskriegen, wo die Leichen herkommen, die er euch bringt. Emory knickt. Dein Weg ist unser Weg. Komm hierher zurück, wenn du die Antworten des Sammlers Farod hast. Kannst du mir sagen, wo er ist? Es ist mir nicht bekannt, wo der Sammler Farod ist. Er verbirgt sich vor den Augen der Staubmenschen. Ich werde andere Sammler aufsuchen und ihnen deine Frage stellen. Ich glaube, mit denen habe ich schon gesprochen, aber... Oh, wie genial! Ich liebe dieses Spiel! Es ist so gut! Noroji. 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 Was? Noroji. Noroji.
Komischer Name. Altes Kupferauge. Noroji. Du siehst Noroji. Er nimmt eine seiner haarigen Stacheln und kratzt sich damit im Gesicht. Du kannst nicht umhin zu denken, dass ihm Dreadlocks besser stehen. Ah, ich liebe es. Ist draußen überhaupt Tag oder Nacht? Keine Ahnung, ich weiß es überhaupt nicht mehr. Tag, okay. Oh, wie ging denn das mit der Karte jetzt noch? Tab? Nee. Ging die Karte nochmal? Ausruhen. Kartenfenster. Ah. Weltkarte. Stopp. Es gibt so viel hier zu entdecken. Ich habe eigentlich noch nichts erreicht. Das wird gar nicht richtig angezeigt. Oh doch, begrabenes Dorf. Und da unten ist noch viel, viel mehr. Das ist doch übel. Ich werde 100.000 Parts mit dem Spiel brauchen. Ich liebe es. Engias Haus, offene Gruft, Eingang zur Leichenhalle. Erledigt. Erledigt. Oh, das ist so gut. Ich liebe es. Ich bin weg. Ich bin weg. Warum habe ich absichtlich die ganze Zeit dieses Spiel nicht gespielt? Ja, ich weiß warum, weil ich hier Dingens anderen Dingen Vortritt gelassen habe, aber es ist trotzdem so gut. Engia. Du erblickst Engia, er sieht viel besser aus als zuvor. Er hat wieder etwas Farbe im Gesicht und seine Augen haben ihren gehetzten Blick verloren. Als du näher kommst, dreht er sich langsam zu dir um und schnaubt. Wenn das nicht der gute alte Schlucker aus dem Stock ist. Er grummelt. Was kann ich für dich tun? Ich hatte ein paar Fragen. Engia nickt. Stell deine Fragen. Du musst einen Vertrag mit dem Staubmenschen unterzeichnen. Ich weiß nicht, ob ich das alles schon gemacht habe, aber wahrscheinlich schon. Vielleicht wird man von den vielen Reichtümern, die einen umgeben, abgelenkt. Er schnaubt. Wir hatten noch weniger als nichts und ich brauchte dringend Klimper. Damals war es mir egal, woher er kam, um meinen Körper an die Staubes zu verkaufen, erschien mir ehrlicher als viele andere Dinge, die hier so geschehen. Warum hast du deine Meinung geändert? Er seufzt, dann fährt er fort. Vor einem halben Monat sah ich einen dieser Zombies auf der Straße. Einen dieser Zombies, die für die Staubes arbeiten. Und es traf mich mitten ins Herz. Mir wurde klar, dass ich einen Fehler gemacht hatte. So wollte ich nach meinem Tod nicht rumlaufen. Und jetzt den Vertrag nicht unterzeichnen sollen. Nee. Wir haben alle schon Fehler gemacht. Engie grummelt. Das ist wohl wahr. Gut, ich glaube, ich habe mit ihm schon gesprochen. Hallo, Frau von Engia. Engias Frau lächelt, dass sie dich sieht. Guten Tag, mein Herr. Wie kann ich euch helfen? Ich habe mich gefragt, ob ich hier mal rasten kann. Meine Vorräte gehen zu Ende. Oh. Oh. Aber ich kann da nichts verkaufen, also. Oh. Ich bin weg. Ich bin weg. Doppelt. Okay, ich. Was habe ich überhaupt alles im Inventar? Oh, ich bin bummvoll. Mord ist auch bummvoll. Und da kommt es auch bummvoll. Streitachsnüsse. Ich muss das ganze Zeug eigentlich verkaufen. Pens Nachricht, Staubmenschen-Dinger. Unfassbar ist ein negatives Zeichen. Ich habe so viel hier. Moridors Kästchen. Stimmt, das darf ich ja nicht öffnen. Daran erinnere ich mich noch. Charakterstatistik. Ich bin Level 10. Ne, Rüstungsklasse 10. Niedriger die Zahl, desto schwerer zu. Oh, dann bin ich richtig schlecht. 2, 2 und ich habe einen 10, also ernst. 16. Warum ist das rot? Ist das Maximum? Ich muss mal auf die Karte schauen. Wo muss ich denn hin? Philandras Absteige. Eingang der Leichenhalle. Soneum. Nordwestlicher Teil des Stocks. Notfalls, falls das Video zu lang wird, dann zerschneide ich es. Ich habe jetzt zwar das Handy, aber ich habe jetzt schon wieder vergessen, um welche Uhrzeit ich überhaupt angefangen habe.
Na gut, ich kann notfalls immer wieder gucken. Aber trotzdem. Künstliche Bewohner Stocks. Lumpensammlerplatz. Die Spelunke. Die Spelunke. Gehen wir mal da rein. Ah. Arlo. Männlicher Bauer. Nee, Tor. Bauer hier. Bewohner. Bewohner. Mistor. Ich erinnere mich, dass ich mit den Leuten schon gesprochen habe. Ja, musst du mich nerven. Hau die in eine rein. Gib ihm! Bam! Genau, Spiel wird angehalten. Okay. Der ist weg. Was ist denn... Moment, Moment, Moment. Mult. Mulf. 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 Ich glaube, der heißt Mulf. Der Mann macht keinen so finsteren und verbissenen Eindruck wie die anderen Leute um ihn herum. Er geht munternden Schrittes dahin und schielt gelegentlich nach rechts und links auf den Boden. Als du näher kommst, begrüßt er dich mit einem freundlichen Kopfnicken. Gib zurück und geh vorbei. Sei gegrüßt. Alle Schleife. Hast du zufällig irgendwelche Totenbüchler gesehen? Nein, jedenfalls nicht in der Nähe. Ich hätte da ein paar Fragen. Schade, schade. Er zuckt mit den Achseln. Aber hattest du nicht ein paar Fragen? Schieß schon los. Was suchst du? Auch gesagt, Toten. Totenbüchler natürlich. Ich bin ein Sammler. Gibst du mich nicht an meine Robe? Er greift ein Stück seiner Robe und streckt sie dir entgegen. Sammler. Jawohl, Sammler. Er zeigt auf seine zerlumpte braune Robe. Das ist die Robe eines Sammlersschläfer. Alle armen Schlucker, die so einen Teil tragen, wie ich zum Beispiel, halten mit ziemlich großer Sicherheit Abschauen nach Totenbüchern. Oh, Leichen, die sie an die Leichenhalle verkaufen. Er zuckt mit den Achseln. Irgendwas muss man sich ja einfallen lassen, um im Stock seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Arbeiten die Sammler zusammen? Er lacht von Herzen. Von wegen. Wir sind zwar alle gleich gekleidet, aber es gibt noch eine begrenzte Anzahl von Totenbüchlern. Normalerweise bilden wir rivalisierende Gruppen und Banden. Oder wie auch immer man sie nennen mag. Und sind nicht allzu nett zueinander. Gibt es hier in der Nähe rivalisierende Sammlergruppen? Er nickt. So sicher wie Sigilrund ist. Die meisten Sammler im Stock haben ihre Absteige auf den Lumpensammlerplatz. Eine Müllhalde nördlich von hier. Auf der anderen Seite des großen Tors. Dort haben Grabteiler und seine Jungs jetzt das Sagen, nachdem ihr Fahrrad und seine Bande vertrieben haben. Erzähl mir was über Grabteiler. Oh, das ist gut zum Informationen rausholen. Die Grabteiler, das ist mein Boss. Obwohl ich nie mit ihm spreche. Und ich hab ihn noch nie aus nächster Nähe gesehen. Er mischt sich nicht gern unter das Volk. Dafür hat er seine Untergebenen, die sich um alles kümmern. Du findest ihn in seinem Schuber auf dem Lumpensammlerplatz. Aber ich würde ihn meiden. Es sei denn, du hast einen guten Grund, mit ihm zu reden. Fremden gegenüber ist er ziemlich luxig. Luxig. Ah, also sowas wie gewitzt. Oder gewieft. Erzähl mir was über Fahrrad. Ich weiß nicht viel über ihn. Wir haben lange Zeit seine Jungs bekämpft, bis sie eines Tages plötzlich verschwunden waren. Zusammen mit Fahrrad. Ab und zu erwischen wir noch den einen oder anderen Nachzüger auf dem Lumpensammlerplatz. Aber wo sich der Rest rumtreibt, ist schleierhaft. Hat er noch viele Männer? Muss er wohl, denn wir haben gehört, dass seine Leute in letzter Zeit ziemlich erfolgreich sind. Viele Totenbüchler, viele Klimper, die er von den Staubes in der Leichenhalle kassiert. Wir wissen auch nicht, wie er das anstellt, da es bei uns zurzeit nicht so gut läuft. Er zuckt mit den Achseln. Grabteil habe ich schon. Warum bezahlt die Leichenhalle für die Leichen?
Naja, es ist halt die Straße im Stock sauber und die Pest und andere Seuchen fern und so. Obwohl die Staubis ihre Arbeit auch nicht ungern tun. Sie sorgen dafür, dass die Toten ordnungsgemäß begraben, eingeäschert oder sonst wie bearbeitet werden. Hat wohl mit ihrem Glauben zu tun oder so. Ich hätte noch ein paar Fragen. Kannst du mir was über diese Gegend erzählen? Das ist der Stockschleifer, der Ort am übelsten Ende Sigils. Nicht, dass Sigil tatsächlich ein Ende hätte, denn die Stadt ist ja rund und so. Aber du weißt schon, was ich meine. Jedenfalls gibt es im Nordwesten ein großes Tor. Auf der anderen Seite davon liegt der Lumpensammlerplatz, wo Sammler wie ich ihre Absteiger haben. Über den Rest Sigils weiß ich leider nicht so viel. Sammler erzählen? Suche einen Mann namens Farod. Den König der Sammler? Ich weiß nicht viel über ihn. Wir haben lange Zeit seine und so weiter. Hahaha. Kannst du mir. Suche nach einem Journal. Ich suche auch ein Journal, das ich verloren habe. Nicht, dass ich wüsste, aber wenn ich eins finde, nehme ich es für dich mit. Danke, das wäre nett. Leb wohl. Leb du auch wohl, Schleifer. Er winkt dir zum Abschied zu und geht weiter. Der war gar nicht schlecht. Wow. Hure. Überall Huren. Nein. Porphyron. Porphyron. Jeder Zentimeter Haut ist bei diesem Mann mit einem Netz aus schwarzen Linien bedeckt. Fast so, als ob ein Künstler jede einzelne Falte in der Haut des Mannes mit einem Federkiel betonen wollte. Als Folge wirkt er selbst mit ausdruckslosem Gesicht, als ob er die Stirn runzelt. Das liebe ich so an dem Spiel. Jede einzelne Figur, oder zumindest fast jede Figur, hat einen eigenen Namen, hat eine eigene Beschreibung, einen eigenen Storyverlauf und boah, ich liebe es, dieses Spiel zu spielen. Das ist der Hammer. Besser als viele andere Spiele auf meinem Kanal. Sei gegrüßt. Dieser hat einen Namen. Der hier heißt Porphyron. Die Stimme des Mannes klingt wie ein Gong. Wie ein Gong? Wie Thaddäus-E-Gong. Ich habe keinen Becher da, verdammt nochmal. Moment, vielleicht doch. Ich habe ein Glas da. Einen Moment. Das was bringt. So, da bin ich wieder. Moment, ich setze mein Headset wieder auf. So. Ich habe hier so ein Nintendo-Glas, da ist so ein Gameboy drauf abgebildet. Hört man vielleicht. Naja, versuchen wir's. Dieser hier hat einen Namen. Der hier heißt Porphyron. Die Stimme des Mannes klingt wie ein Gong. Als er spricht, bilden die Linien in seinem Gesicht eine Reihe von kugelförmigen Mustern. Dieser hier möchte wissen, warum sprichst du mit diesem hier? Ich wollte dir ein paar Fragen über die Stadt stellen. Dieser hier will dich wissen lassen. Dieser hier kann deine Fragen nicht beantworten. Die Linien in seinem Gesicht winden sich, bilden Winkel und lösen sich dann in einem Durcheinander von Kritzeleien auf. Dieser hier hat erst vor kurzem an diesem Ort erneut Fuß gefasst. Na gut, aber ich muss dich das hier unbedingt fragen. Warum bewegen sich diese Linien da in deinem Gesicht? Die Linien zeigen an, fühlst du dich beleidigt? Die Linien glätten sich und bilden weiter. Also, die Linien glätten sich und bilden weiche Kurven. Das war nicht meine Absicht. Nimmst du die aufrichtigste Entschuldigung von diesem hier an? Ich bin nicht beleidigt. Warum bist du verärgert? Dieser hier erzählt von etwas, das vor kurzem geschehen ist. Wusstest du, dass dieser hier von dreien geplagt wurde? Die drei haben ein Objekt von diesem hier verlangt. Dieser hier hatte Angst vor einem Angriff.
Was tut dieser hier? Dieser hier rückt das Objekt raus, heraus. Nun, du hast zu Recht Angst gehabt. Wenn sie zu dritt waren, dann hätten sie dich töten können, wenn du den Gegenstand nicht herausgegeben hättest. Dieser hier wurde missverstanden. Die Linien in seinem Gesicht bilden Winkel und lösen sich dann wieder zu weichen Kurven auf. Dieser hier hatte keine Angst davor, getötet zu werden. Dieser hier hatte Angst, die drei zu töten. Nun, wenn du sie hättest töten können, warum hast du dich dann von ihnen ausrauben lassen? Dieser hier bestreitet den Weg eines Krieges. Viele Waffen haben diesen hier begleitet. Die Faust, die Klinge, die Stange, das Beil, der Hammer. Diese Geräte sind diesem hier alle vertraut. Das ist keine Erklärung. Nochmal, wenn du ein so erfahrener Krieger bist, warum lässt du dich dann von ihnen ausrauben? Dieser hier darf nicht angreifen. Linien kräuseln sich in seinem Gesicht, während er spricht. Wenn dieser hier die drei aus Ärger geschlagen hätte, das Gelübde der Gewaltlosigkeit wäre gebrochen worden. Gelübde der Gewaltlosigkeit? Bist Krieger und Pazifist? Dieser hier ist mit deiner Sprache nicht vertraut. Was ist so ein Pazifist? Vergiss es, warum hast du so viel trainiert, wenn es dir nicht erlaubt ist, einen anderen anzugreifen? Dieser hier gehört dem Orden von Erit Allier an. Wir warten auf die letzten Tage, wenn alle zur Schlacht gerufen werden. Das Training und die Fähigkeit von diesem hier, sie müssen bis dahin geheim gehalten werden. Und in der Zwischenzeit lässt du dich auf der Straße überfallen und ausrauben, ohne dich zu verteidigen? Dieser hier möchte klarstellen, Gegenstand hat zwar einen gewissen Wert, die Disziplin der Arit-Age ist von größerem Wert. Wenn du schon nicht kämpfen willst, hast du denn dann die Möglichkeit, diese Diebe zu überreden, dir den gestohlenen Gegenstand wiederzugeben? Dieser hier spricht die drei Diebe an. Was geschieht? Den Bitten von diesem hier wird mit Verachtung begegnet. Die drei geben den Gegenstand nicht wieder her. Ich könnte mal versuchen, ob ich dir den Gegenstand zurückbeschaffen kann. Gibt es die Suche, sie wie räudige Hunde verprügeln und dir zurückbringen, was sie dir gestohlen haben? Ich könnte deinen Gegenstand für dich zurückholen, wenn du mir meine Dienste bezahlen willst. Also das da klingt gut. Also erstmal, ich könnte mal versuchen, ob ich dir den Gegenstand zurückbeschaffen kann, oder? Ich könnte sie suchen, sie wie räudige Hunde verprügeln und dir zurückbringen, was... Ich nehme das erste, weil der ist ja gegen Gewalt. Dieser hier muss fragen, würdest du den dreien Gewalt antun, die diesen hier beraubt haben? Nun, wenn sie nicht so schlau sind, ihn herauszurücken, wenn ich darum bitte, könnte das unangenehm für sie werden. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Ja, nehme das. Dieser hier befürchtet, eine andere Sprache als Gewalt wird nicht verstanden. Die Linien im Gesicht des Mannes bilden eine Reihe von Ellipsen. Dieser hier hat nichts dagegen, wenn du es versuchst. Also gut, was ist das für ein Gegenstand, den du verloren hast? Das Objekt sieht so aus. Eine Kette aus schwarzen und roten Gebetsperlen, die um den Hals getragen wird. Achso, was sagt er? Eine Kette aus schwarzen und roten Gebetsperlen, die um den Hals getragen wird. Der Wert dieser Perlen wird nicht in Kupfer gemessen. Der Wert dieser Perlen wird in Vertrauen gemessen. Einen Moment, ich glaube, ich habe die Kette schon, Halskette schon, die du suchst. Ist sie das? Mein Tagebuch auf den neuesten Stand. Das habe ich. Lala, das habe ich schon. Dieser hier sieht, was du da hältst. Das sind die Perlen, die einst gefehlt haben. Er nimmt sie dir ab. Du merkst, dass seine Hände das gleiche Linienmuster aufweisen wie sein Gesicht. Dieser hier hat eine Frage. Wie hast du die Perlen von den dreien bekommen?
Ich habe sie getötet und die Perlen mitgenommen. Lüge. Ich habe sie ihnen abgeschwätzt. Sie waren froh, mir die Perlen zurückgeben zu können. Lüge. Ich habe sie ihnen abgekauft. Sie haben sich gefreut, um die Perlen zu feilschen. Oh je. Will ich ehrlich sein zu ihm oder nicht? Das wird wehtun. Dieser hier ist froh. Die Botschaft der Gewalt wurde überbracht. Dieser hier zeugt dafür viele Worte des Dankens, ja. Ich habe zu danken. Ich habe da allerdings noch eine Frage. Wenn du keinen Kampf teilnehmen darfst, wie hast du dich dann zum Krieg ausbilden lassen können? Geil! Dieser hier stellt klar, Erit AG kann mit einem trainieren, wenn es keinen Groll zwischen ihnen gibt. Verstehe, könntest du mich lernen, wie man das Waffe bindet? Dieser hier könnte dich unterrichten, ja, aber dieser hier warnt dich. Mit dem Wissen über die Gewalt kommt die Versuchung, sie einzusetzen. Das hoffe ich doch. Vergiss es, leb wohl. Ja! Geil! Schon gut. Nix da schon gut war, mega geil. Namenloser, danke. Moment, ich erinnere mich, man muss hier separaten. Zauberpunkt des Magiers? Eigentlich gar nichts. Ich erinnere mich, Priesterschrift, toll, aber ich auch nichts. Ich erinnere mich, man muss da separaten Charakter-Levelaufstieg. Wie viel habe ich, wie viel brauche ich? 20.000 habe ich, 32 brauche ich, das könnte dauern. Egal. Aufstieg um eine Stufe ist grau. Ja, das war mega geil! Option, es wird erstmal gesaved, volle Kanne. Schau mal nach, wie lange ich schon aufnehme. Oh, ausgerechnet jetzt müsste er kommen. Ja, ich nehme schon zu lange auf. Naja, bei Parents Control ist mir eigentlich egal. 32 Minuten, ich mache die Meute hier noch platt. Kommt davon, wenn ihr mich angreift, wenn ich gerade gucke. Boom. So, das gehört mir. Das kann ich nicht tragen, Moment. Dako, hast du nicht noch Platz? Dein Wille ist mein Wille. Dann nimm das doch mit. Oh, geil. Dein Weg ist mein Weg. Also dein Weg ist mein Weg, das sagt er. Erledigt. Gut, da die Kerle jetzt auch platt gemacht wurden, speichere jetzt nochmal. Und dann würde ich sagen, das war Planescape Torment. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.